Karl IV., König von Böhmen und Kaiser des Heiligen Römischen Reiches, herrschte lange und erfolgreich. Das Reich, das er von Prag aus regierte, dehnte sich aus und erlebte Frieden und Wohlstand. Als der Herrscher starb, verfiel das ganze Reich in Trauer. Mehr als 7000 Menschen erwiesen ihm die letzte Ehre. Der rechtmäßige Thronerbe des florierenden Reiches war Karls Sohn, Wenzel IV., dessen Vater ihn sein Leben lang darauf vorbereitet hatte. Aber Wenzel war nicht nach seinem Vater geraten. Er vernachlässigte seine Pflichten für frivolere Beschäftigungen. Er verabsäumte es sogar, bei seiner eigenen Krönung zu erscheinen, womit er sich beim Papst nicht beliebt machte. Wenzel, der Faule, konnte auch dem Reichsadel nicht imponieren. Die Probleme mehrten sich, bis sich die Adligen, entnervt von der Untätigkeit ihres Herrschers, an seinen Halbbruder wandten, König Sigismund von Ungarn. Sigismund entschied sich für eine radikale Lösung. Er entführte den König, um ihn zum Abdanken zu zwingen, und nutzte die darauffolgenden Unruhen zu seinem Vorteil, um noch mehr Macht zu erlangen. Er marschierte mit einer riesigen Streitmacht in Böhmen ein und fiel über die Ländereien der Verbündeten des Königs her. Und hier beginnt meine Geschichte. So, und damit herzlich willkommen zur ersten Folge von meinem neuen Projekt Kingdom Come Deliverance. Ich habe das Spiel noch nie gespielt. Ich habe noch nichts bisher oder keine Spielinhalte gesehen. Ich habe nur von jemandem erfahren, dass dieses Spiel absolut top sein soll. Und da habe ich mir gedacht, auf die Meinung von ihm kann ich mich schon verlassen. Und ich hole mir das mal und probiere das mal aus. Und ich würde einfach mal so sagen, wir fangen direkt an. Ihr habt gerade schon eine Geschichte gehört. Mal sehen, ob wir jetzt noch irgendetwas hören werden. Wenn nicht, dann geht's direkt los. Wenn schon, dann bin ich wieder stumm. Neues Spiel, auf geht's. Achso, normaler Modus oder Hardcore-Modus. Ein realistischer Modus für Spieler, die bereits mit den Grundlagen des Kampfsystems vertraut sind. Okay, das bin ich nicht. Wir nehmen einfach den normalen Modus. Das wird schon passen. Warhorse. Das frühe 15. Jahrhundert war für das Heilige Römische Reich, welches unter der Herrschaft seines verblichenen Kaisers Karl IV. Aufgeblüht war, eine... Okay, Leute, ihr müsst es pausieren. Ich kann so schnell nicht lesen. Sieht schon schick aus, Mensch. Kalitz 1403. Thank you.
Schöne Landschaftsaufnahmen. Dich auch. Heute ist es wirklich sehr heiß, oder? Mein fleißiger Gatte, wie kommst du voran? Gut. Ich sollte es heute fertig kriegen. Wo steckt eigentlich Heinrich? Er muss etwas für mich erledigen. Er hat noch geschlafen, als ich los bin. Zu dieser Stunde? Blaublütiger Faulpelz. Nun, wie es aussieht, war er die ganze Nacht unterwegs. Und hat gesoffen wie ein Lord. Dann weck diesen Müßiggänger mal auf. Ein Klaps auf die Rübe sollte genügen. Heinrich, jetzt komm, steh auf. Es gibt viel zu tun. Mutter. Wenn du nicht gleich aufstehst, schmeiß ich dich aus dem Bett, du Schlafmütze. Hast du gehört? Lege es lieber nicht darauf an. Nun steh endlich auf, dein Frühstück ist bereits auf dem Tisch. Moment, was ist das? Hast du dich wieder... Oh, Heinrich... Wie oft haben wir schon über deine Raufereien geredet? Ach komm, das ist nichts. Ist bloß ein Kratzer. Du hast wieder mit dem Schwert gekämpft, oder? Etwa nicht? Du solltest lieber beten, dass dein Vater nichts davon erfährt. Du weißt doch ganz genau, was er davon hält, Heinrich. Keine Sorge, das war es nicht. Ich hab mich bloß gekratzt, Ehrenwort. Na gut. Aber komm nur nicht heulend bei mir angekrochen, wenn du dich mal richtig verletzt. Und jetzt steh auf, du Schlaumeier. Dürfen wir jetzt spielen? Oder noch nicht? Ah, okay. Ladebildschirm, das ist ein gutes Zeichen. Das heißt, wir dürften möglicherweise gleich spielen können. Hier stellt sich die Frage, bin ich der Heinrich? Oder bin ich der Vater oder die Mutter? Die Mutter glaube ich eher weniger. Wahrscheinlich bin ich Heinrich. Aus? Was in Gottes Namen hast du letzte Nacht getrieben? Mit Hilfe der ersten zwei Auswahlmöglichkeiten in diesem Dialog legst du die vorgegebenen Eigenschaften deines Charakters fest. Keine Sorge, falls du danach nicht ganz zufrieden bist, alle Eigenschaften können ohne Einschränkung im Laufe des Spiels weiterentwickelt werden. Wir haben die Möglichkeit zwischen, wir unterhielten uns in der Schenke, Redekunst. Ich war beim Reigen, Agilität, ich war bei Bianca, Vitalität oder ich arbeitete in der Schmiede, Stärke. Als erstes würde ich mal, ich arbeitete in der Schmiede nehmen. Gestern habe ich den ganzen Tag in der Schmiede geschwitzt und dann Fritz und Matthäus unter die Arme gegriffen. Ich habe also ein Recht darauf, müde zu sein. Mich beschleicht das Gefühl, dass du mir etwas verheimlichst. Und dass es etwas mit dem Kratzer auf deiner Hand und diesem zwielichtigen Kerl mit dem Schwert zu tun hat, der kürzlich hier auftauchte. Jetzt ist die Frage. Gehen wir komplett auf Stärke? Nee, oder? Zwei Sachen zu haben ist, glaube ich, schon ganz gut. Ich bin da im Moment sogar eher für Vitalität. Das heißt wahrscheinlich, dass ich mehr Leben habe. Also, ich war bei Bianca. Ich war bei Bianca. Soll ich dir ausführlich beschreiben, was wir getrieben haben? Was soll das werden, ein Verhör? Schon gut. Verzeih mir, ich mache mir nur Sorgen um dich. Danke, Mutter. Aber ich bin keine Vier mehr. Ich weiß, du wurdest vor meinen Augen erwachsen. Ich kann mich schwer daran gewöhnen. Aufgabe begonnen. Waren meine Freunde hier? Haben Matthäus und Fritz nach mir gesehen? Mir sind sie heute Morgen nicht untergekommen.
Sie sollten nicht schwer zu finden sein. Bestimmt lungern sie wieder im Wirtshaus herum. Also, ich bin, nehme jetzt mal an, ich bin dieser Heinrich und ja, man muss schon mal seine Freunde schützen vor seiner Mutter. Also, sie sind keine Saufbolde. Matthäus und Fritz sind keine Saufbolde. Das habe ich auch nicht gesagt, oder? Und wenn es mich wirklich stören würde, hätte ich es längst unterbunden. Ich war auch einmal jung, weißt du? Und dein Vater war auch nicht gerade ein Engel, als er in Kuttenberg war. Nenn mir ein Beispiel. Keineswegs war er das. Du glaubst mir nicht? Frag ihn. Das werde ich. Jetzt bist du ein Mann, Heinrich. Und es ist an der Zeit, sich wie einer zu benehmen. Gestern hast du deinem Vater versprochen, ihm in der Schmiede zu helfen. Wenn du dich ab und zu nützlich machen würdest, würde mich deine Herumtreiberei auch nicht so stören. Das habe ich jetzt nicht verstanden. Im Endeffekt wurde das mit dem Beispiel überhaupt nicht genannt, aber ich hatte es zur Auswahl. Na, bisschen komisch. Egal. Ich habe übrigens Hunger, Mutter. Könnte ich etwas zu essen haben? Ich habe etwas auf dem Tisch stehen lassen. Bedien dich. Ja, sehr gut. Und ist Vater wütend auf mich? Ist Vater wütend, weil ich so lange geschlafen habe? Allzu glücklich ist er nicht. Gestern hast du versprochen, ihm mit Herrn Ratzigs Schwert zu helfen. Er ist nicht mehr der Jüngste und seine Gelenke setzen ihm zu. Er ist zu stolz, um zu klagen, aber er braucht deine Hilfe, Heinrich. Ich weiß. Keine Sorge, Mutter. Natürlich helfe ich ihm. Gut. Er meint, dass seine Knie schmerzen, wenn ein Sturm aufzieht. Ich hoffe, er irrt sich diesmal. Es scheint ein so schöner Tag zu werden. So. Und dann fragen wir zu guter Letzt nochmal unsere Mutter, ob sie denn Hilfe braucht. Soll ich dir irgendwie helfen, Mutter? Du bist ein guter Junge, aber ich komme zurecht. Dein Vater braucht allerdings Hilfe. Dann gehen wir doch wohl mal zu unserem Daddy, würde ich sagen. Ego-Perspektive. Das ist Boxen. Taste springen. Essen. Ich hab doch Hunger. Achso, ich setze mich dann. Okay. Na, Apfel. Das ist nicht möglich, während du sitzt. Okay. Aufstehen. Okay. Reden mit Mutter. Na, kann ich hier hin? Ja, und ein Brötchen nehme ich mir nur mit. Zwei Brötchen am Morgen vertreiben Kummer und Sorgen und noch einen Apfel. Müssen aber gesund bleiben. Linsensuppe, da lange ich mal zu, ne? Und das soll es doch für uns erstmal gewesen sein. Oh, ein Stückchen Käse nehme ich mir noch mit. Was bringt das Ganze denn? Ah, so sieht das aus. Oberbekleidung, Körperplattenpanzer, Körpergewand. Muss ich sagen, gefällt mir gerade ganz gut das Spiel bisher. So optisch zumindest, was das angeht. Hier sind meine Quests, der Codex. Ach, allgemeine Informationen wahrscheinlich so. Käse, Gewicht 8 von 74. Okay, und der Käse macht was? Er würde was bestimmt einfach nur Leben auffüllen, nehme ich jetzt mal an. Dann gehen wir doch einfach mal raus. Kann man hier irgendwas noch mitnehmen? Sieht nicht so aus. Okay, hier gibt es auch nur Holz. Gehen wir mal zu unserem Vater. Oh, doch. Es gibt zwar sicherlich schönere Spiele, aber das ist schon wirklich schick. So, wo müssen wir denn eigentlich hin? Kann man auch rennen? Ah ja, mit Shift. Da ist unser Vater. Du hast entdeckt Schleifstein. Hallo Vater.
Was ist los mit dir, Heinrich? Hast du mich nicht rufen hören? Überzeugen, ach du meine Güte. Manchmal benötigst du Überzeugungskraft, um deine Ziele zu erreichen. Wenn du mit Menschen sprichst, hast du oft die Wahl, welchen Eindruck du bei ihm hinterlassen willst. Du kannst einfach Reden benutzen, dabei spielt jedoch dein Ruf, bei dem Gesprächspartner genießt, eine Rolle. Im Mittelalter war der soziale Status höchst bedeutsam. Die Qualität deiner Gewandung und deiner Körperpflege haben im Zusammenhang mit deinem Ruf enormen Einfluss darauf, wie Menschen auf dich reagieren. Oh, nicht schlecht. Sehr durchdacht. Siehst du gefährlich aus, fürchten die Leute sich davor, dich zu verärgern und sind eher gewillt, dir gefährliche Aufgaben zu übertragen. Dabei spielen vornehmlich deine Stärke und der abschreckende Effekt deiner Waffe und Ausrüstung eine Rolle, aber auch andere Aspekte wie beispielsweise Blutflecken auf deiner Kleidung. Manchmal kannst du Geld für dich sprechen lassen, du musst dich jedoch mit deinem Gegenüber auf eine überzeugende Summe einigen. Bestechung funktioniert genauso wie Handeln. Sie handeln falschen. So, dann gibt's noch, in speziellen Fällen kannst du auch bestimmte Fertigkeiten einbringen, zum Beispiel die Fertigkeit Reiten. Nicht nur die Art und Weise ist beim Überzeugen wichtig, sondern auch die Wahl der richtigen Dialogoption. Manchmal reicht es nicht einfach nur nach deinen höchsten Eigenschaften zu gehen. Du musst wirklich lesen, was du sagen wirst. Ach du meine Güte. Ich habe so das Gefühl, es ist ein kleines bisschen schwer. Naja. Ja, ich würde sagen, wir fuchsen uns da schon durch. Irgendwie. So, verzeih, ich wollte mich etwas umsehen. Ausrede. Hast du mir nichts befehlen? Nee, mit der Familie in Clinch keine Lust. Ich musste etwas erledigen, das stimmt nicht, er hat mich geschlafen. Sich entschuldigen ist sicherlich nicht verkehrt. Nehmen wir das. Verzeih, Vater. Ich war kurz spazieren und übersah die Zeit. Irgendwie hatte ich das Gefühl, das erste Mal hier zu sein. Heinrich, wann wirst du endlich zur Vernunft kommen? Sagst du, ein Erfolg, jawohl. Wir haben viel zu tun. Ich stelle das Schwert für Herrn Ratzig fertig und brauche deine Hilfe. Wobei? Mir geht die Holzkohle aus, also lauf zum Markt und kauf einen Sack vom Köhler. Dann brauche ich etwas Geld. Das ist die andere Sache. Kunesch schuldet mir Geld für eine Axt, einen Hammer und die Nägel, die ich ihm vor einem Monat verkauft habe. Unter anderem. Sag ihm, er soll zumindest für das Werkzeug bezahlen. Und dann kauf mit dem Geld die Kohle. Kunesch? Dieser Suffkopf? Das wird ein Spaß. Du bist jetzt ein großer Junge. Ich bin mir sicher, du schaffst das. Wenn nicht, sag ihm, dass ich ihm die Nägel sonst mit dem Hammer in den Arsch treiben werde. Das hört er bestimmt gerne. Ist das alles? Nicht ganz. Der Kämmerer in der Burg hat die Parierstange für Herrn Ratzigs Schwert, die ich in Sasau gravieren ließ. Ich soll sie abholen? In Ordnung. Geld, Kohle, Parierstange. Verstanden. Und Bier? Mach auf dem Rückweg bei der Schenke Halt. Ich weiß ohnehin, dass du dein Mädel besuchen wirst. Aber sieh zu, dass das Bier noch frisch und kellerkalt ist, wenn du zurückkommst. Sie heißt Bianca. Genau. Also sieh zu, dass Bianca es frisch zapft. Und jetzt beeil dich, die Arbeit wartet nicht. Freunde, ich werde jetzt an dieser Stelle die Folge beenden. Ich habe irgendwie ein kleines Problem mit der Audioaufnahme, Tonfehler. Deswegen werde ich jetzt auch ganz schnell die Folge beenden. Sorry dafür, dass das jetzt noch ein bisschen kürzer ist. Aber wir sind schon mal in das Spiel reingekommen und beim nächsten Mal sehen wir, wie es weitergeht. Vielen Dank fürs Zuschauen. Es würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder dabei seid bei Kingdom Come Deliverance. Bis dahin. Ciao. Ich muss